Die Stadt Feldbach hat gemeinsam mit der Landesregierung eine Offensive gestartet, um den Wirtschaftsstandort zu sichern und weiterzuentwickeln. Dazu sind bis Ende des Jahres 2019 mehrere Aktionen und Aktivitäten geplant. In einer Pressekonferenz im Feldbacher Rathaus sind die Eckpunkte dazu vorgestellt worden. Uns allen geht es um Wachstum und Beschäftigung in Feldbach und der gesamten Region. Und daher investieren wir in Summe über 840.000 Euro, um hier den Standort Feldbach zu stärken. Mein Ziel ist es, Arbeitsplätze in alle steirischen Regionen zu bringen. Und daher konzentrieren wir uns darauf, dass wir Erfolgsstandorte finden, so wie hier in Feldbach, und Projekte entwickeln, wie wir Betriebsansiedlungen unterstützen können. Und hier geht es darum, dass wir das Thema Kulinarik, Forschung und Entwicklung im Lebensmittelbereich ganz massiv verstärken und so Arbeitsplätze in die Regionen bringen. Die Landesregierung hat sogar ein Regionalentwicklungskonzept verabschiedet. Es soll die Lebensqualität in allen steirischen Regionen nachhaltig sichern. Es gibt klare Strategien für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und gerade das Vulkanland mit der Stadt Feldbach als Zentrum bietet hervorragende Voraussetzungen für die Schwerpunkte in dieser Region. Es ist so, wir haben ja als neue Stadt Feldbach ein paar Positionierungen vorgenommen. Einerseits die Einkaufsstadt, die ist sehr gut etabliert mittlerweile, und wir haben als zweiten Schwerpunkt jetzt die Wirtschaftsstadt etablieren und mit einer integrierten Standort- und Wirtschaftsentwicklung in den nächsten Jahren sozusagen eine ganz visionäre Zukunft für Feldbach bauen. Das ist einerseits, dass wir ein Start-up-Center errichten möchten. Es läuft jetzt die Untersuchung und das Grundkonzept und im Jahr 2019 die Umsetzung dieses Start-up-Centers. Wir wollen die Gewerbeparks auf einen Standard bringen, dass Unternehmen ziemlich barrierefrei mit uns arbeiten können und auch das lukrieren können. Und es gibt ein paar längerfristige Projekte, Feldbach sozusagen auch als Standort sich zu etablieren für Lebensmitteltechnologie, Forschung, Entwicklung und auch schulische Ausbildung. Und das möchten wir mit Workshops, Seminaren und tollen Vorträgen für die Stadt Feldbach, aber auch für das steirische Vulkanland, wo alle Betriebe eingeladen sind, sich mit Lebensmitteltechnologie auseinandersetzen, in den nächsten zwei Jahren ganz stark forcieren und damit auch den Standort des steirischen Vulkanlandes in die Standortlandkarte des Landes eintragen. Diese Zielsetzungen sind für die Verwaltung der nun viertgrößten steirischen Bezirksstadt eine Herausforderung. Man hat aber auch hier schon Maßnahmen getroffen und beispielsweise eine eigene Wirtschaftsservicestelle in der Stadtgemeinde eingerichtet. Ja, freilich. Wie es allgemein bekannt ist, denke ich, hat sich die Stadt seit der Fusion im Jahr 2015 quasi neu aufgestellt. Es sind viele neue Aufgabenbereiche definiert worden, dazugekommen. Die Verwaltung geht mittlerweile weit darüber hinaus, nur Kanal und Wasser anzubieten oder Müllabfuhr oder Straßen bereitzustellen. Und so ist es auch mit der Wirtschaft. Das ist ein richtiger Schwerpunkt bei uns geworden. Wir haben im Rahmen unserer Abteilung Regionalwirtschaft, Kultur und Tourismus eine eigene Wirtschaftsservicestelle eingerichtet, auch personell bestückt. Die Frau Ingrid Herbst ist dort tätig und diese Stelle ist explizit dafür da, der Wirtschaft in Feldbach dienlich zu sein. Und sie wird natürlich auch dieses wunderbare IWB-Projekt, das wir da sozusagen an Land ziehen konnten, betreuen.